Jesus warnt die Gläubigen, nicht die Ungläubigen. 7 Warnungen im Johannesevangelium. In der Bibel finden wir 80 Warnungen, dass der Mensch den Weg der Nachfolge Jesu abbrechen kann. Das widerspricht der Lehre von einmal gerettet, immer gerettet, einer einfachen Lebensübergabe, die nicht nach Apostelgeschichte 2,38 erfolgt, und einem theoretischen Glauben, dem keine Werke folgen. Die Bibel warnt uns davor, dass wir wieder abfallen können, wenn wir nicht an Jesus bleiben. Johannes 3, Vers 5. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Johannes 3, 16. Denn so, durch den Tod Christi, hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn weiterhin glaubt, nicht verloren geht, sondern weiterhin ewiges Leben hat. Johannes 3, 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Johannes 5, 29. Die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Johannes 9, 31. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Johannes 15, 2. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg, und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Johannes 15, 4-6. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen.